Es ist am Anfang auch ein bisschen anstrengend, weil es sind ja so viele Hunde. Und beim normalen Spaziergang kommen ja dann nicht auf einmal 10 Hunde entgegen. Das ist natürlich ganz was anderes. Aber sie müssen sollen halt einfach dann nochmal noch folgen. Wir haben ja welche, die nicht folgen und welche, die folgen schon gut. Manche wollen eine begleitende Prüfung machen. Was wahrscheinlich irgendwann mal Pflicht ist, dass jeder einen Hundeführerschein hat. Gerade die Großen. Ja, man sieht es bei ihm jetzt schon. Da geht null an der Leine. Sie wird nur frei laufen gelassen. Das können wir natürlich überhaupt nicht. Aber wenn ich dann so einen großen Hund habe und kann mit